Herzlich willkommen, meine lieben Schützen, zu eurem Wochenreading vom 18. bis zum 24. Mai 2020. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Views, Likes, Spenden, Feedback, Kommentare, alles, was ihr mir entgegenbringt von den letzten Videos. Freue mich wie ein Kind darüber, würde mich natürlich auch freuen, wenn es weiter so geht und wenn es weiterhin auf so viel Resonanz stoßt. Das hier wird ein allgemeines Reading werden. Ihr solltet das mittlerweile kennen. Wenn nicht, schaut euch bitte unten im in der Infobox das Infovideo an. Da habe ich das nochmal genauer erklärt, was es da so zu beachten gibt bei allgemeinen Readings und was das überhaupt ist. Und dort unten findet ihr auch zum Beispiel euren Link zur Monatslegung für den Mai 2020. Falls ihr dieses Video noch nicht kennt, schaut es euch gerne an. Ansonsten gehen wir doch mal gleich in eure Woche rein. Vom 18. bis 24. Mai, liebes Schicksal, was kannst du mir sagen über die Woche meiner Schützen? Tiefes Wissen. Tiefes Wissen, eure Hauptenergie, liebe Schützen, für nächste Woche. Man sieht hier eine Eule, die auf einem Mond sitzt. Hinter ihr sieht man noch einen Mond. Mond steht immer so ein bisschen für Geheimnisse. Eule steht für mich für Nachrichtenkommunikation, auch für die Weisheit, auch für Intelligenz. Tiefes Wissen, ja. Vielleicht kommen da Geheimnisse ans Licht, liebe Schützen. Vielleicht informiert ihr euch, vielleicht lernt ihr auch bei einer gewissen Sache dazu. Vielleicht lernt ihr euch auch irgendwo einzulesen sozusagen in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Sachlage. Kann vieles sein. Ich habe rechts oben die Zahl 43. Das kann euer Alter sein, eure Hausnummer, eine Zahl von Bedeutung für euch jedenfalls. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die 4, die 3, vielleicht die Quersumme 7, eine Glückszahl. Ich weiß es nicht. Das wisst ihr besser, liebe Schützen. Fragen mir doch mal die Tarotkarten, was die sozusagen haben. Liebe Schicksal, was kannst du mir sagen über die Woche meiner Schützen? Vom 18. bis 24. Mai 2020. Der Kelche. Das Schicksal 18. bis 24. Mai für meine Schützen. Die 2 der Kelche. Hui. Da muss ich euch gleich was erzählen. Nicht schlecht. 18. bis 24. Mai für meine Schützen, liebe Schicksal. Die Königin der Stäbe. Die Karten, es mischt sich heute etwas laut, weil es regnet, wie ihr hört, aber wir haben trotzdem ziemlich viel Wärme draußen und es herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit und die Karten kleben deswegen so. 18. bis 24. Mai für meine Schützen, liebe Schicksal. Die Sonne. Wonderful! Kommt ein Löwe sehr deutlich raus hier. 18. bis 24. Mai für meine Schützen, liebe Schicksal. Der König der Kelche. Interessant. Unterseite habt ihr den Pagen der Schwerter, liebe Schützen. Gut. Die 8 der Kelche, also tiefes Wissen ist eure Hauptenergie für nächste Woche, liebe Schützen. Und ihr habt hier gleich die 8 der Kelche, die redet davon, eine Situation zu verlassen, in der es einem mal gut ging, aber einen nicht mehr erfüllt. Diese 8 der Kelche, die sind alle leer und das Interessante ist, dass dieser Mensch hier auf der 8 der Kelche sich immer auf die 2 der Kelche zubewegt, liebe Schützen. Und hier liegen als nächstes die 2 der Kelche. Die Intention, warum der sich hier fortbewegt überhaupt, ist, weil er die 10 der Kelche erreichen möchte. Das ist diese Glückseligkeit, dieser Regenbogen, dieses Glück, diese Freude, diese Harmonie halt. Ne? Und anscheinend findet er hier direkt die 2 der Kelche. Das finde ich hier sehr interessant. Ihr habt als nächstes die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Das kann also ein Widder sein oder ein Löwe sein oder für euch stehen, liebe Schützen. Vielleicht auch für einen anderen Schützen. Es kann sein, es muss nicht sein. Ne?
Ja, wie gesagt, also hier die Königin der Stäbe, sehr optimistische Frau, sehr leidenschaftliche, feurige Frau, die weiß, wie man jemanden um den Finger wickeln kann, die weiß, wie sie Aufmerksamkeit erhaschen kann, sie braucht auch diese Aufmerksamkeit. Sie kann sehr dickköpfig sein, sehr hitzig sein auch manchmal, aber ja, sehr leidenschaftliche Frau auf jeden Fall. Die Sonne steht für einen Löwen, es kann auch so sein, dass ihr es mit einem Löwen zu tun habt, ich habe ja auch schon das Hofzeichen im Feuer. Die Sonne steht für Harmonie, für Freude, für Glück, für Lebensfreude auch, ja, für Fröhlichkeit natürlich. Sonne, schönste Karte im Tarot. König der Kelche. König der Kelche ist derjenige, dem es schwerfällt, seine Gefühle zu zeigen, wenn er sie nicht entgegengebracht bekommt. In Wahrheit ist er aber voller Gefühle und voller Emotionen. Ein sehr liebevoller Mensch hier, ein sehr behutsamer Mensch, ein sehr bedachter Mensch hier. Grundehrlicher Kerl auf jeden Fall. Hofkarte im Wasserzeichen. Es kann ein Skorpion sein, ein Krebs sein oder ein Fisch sein, mit dem ich es hier zu tun habe. Es muss aber nicht so sein. Schaut euch gerne das Infovideo dazu an. Der Page der Schwerter, der Beobachter und der Beschützer aus der Ferne. Das ist jemand, der ein Auge auf jemanden hat, der schaut, dass es ihm gut geht, ihn beschützt. Einfach auf ihn achtet, einfach, dass ihm nichts passiert sozusagen. Eine Klärung zu den Acht der Kelchen, bitte, liebes Schicksal. Die Schattenseite. Die Schattenseite ist in dem Tarot hier der Teufel. Es kann also sein, dass ihr es mit einem Steinbock zu tun habt. Die Zwei der Kelche, liebes Schicksal, bitte eine Klärung. Die hat sich hier zuerst umgedreht und das ist die Mäßigkeit. Liebe Schützen, da erwartet euch was. Das ist eure Karte hier. Königin der Stäbe, bitte eine Klärung. Hab ich noch nicht gesehen. Die Sonne, bitte, liebes Schicksal, eine Klärungskarte. Sechs der Schwerter. Und eine Klärung noch zum König der Kelche, liebes Schicksal. Wow. Wieder ihr, liebe Schützen. Also ihr taucht wirklich sehr, sehr oft in euren Legungen auf, muss ich mal so feststellen. Und die Karten kleben, muss ich auch mal so feststellen. Kann das denn nicht aufhören zu regnen jetzt mal? So. Unterseite. Unterseite habt ihr die Sechs der Münzen. Ein Ausgleich, Fairness, Gerechtigkeit, ein Geben und Nehmen. Sehr schöne Energie. Ich muss hier einiges klären. Ich muss hier auf jeden Fall die Schattenseite klären. Aber ich denke, dass es hier um euren Gegenüber geht, liebe Schützen, der hier eine Situation verlässt. Vielleicht eine bestehende Verbindung verlässt, die er hat. Und ihr wartet hier auf ihn. Ich komme deswegen hier aufs Warten, weil hier die Zwei der Stäbe sind. Diese Zwei der Stäbe ist in der Mitte des Readings. Das stellt also wirklich eine präsente Energie dar, eine große Energie dar und hat so Einfluss auf dieses Ganze. Hier seid ihr in Gestalt der Mäßigkeit sozusagen. Also das ist die Schützenkarte und ich sehe auch euch hier drin in der Königin der Stäbe, liebe Schützen. Ich denke, ihr seid hier wirklich am Warten. Am Warten auf einen Menschen, dass er zu euch kommt, mit euch eine Beziehung eingeht, die Harmonie erfährt, die Sonne zu euch bringt. Aber ich glaube, dass dieser Mensch hier bisher in einer Beziehung war, aber diese jetzt verlässt und das ist die gute Nachricht. Ich kann mir vorstellen, dass eure Beziehung bisher sehr auf das Körperliche reduziert war, dass er vielleicht mit euch eine Affäre hat. Ich möchte hier bitte die Schattenseite klären, liebe Schicksal. Okay, das ist klassisch Third-Party-Situation. Okay, ja. Sehr schön. In dem Fall ist das hier wirklich gut, weil... Ja, es ist das, mit Sicherheit. Dieser Mensch hier, euer Gegenüber. Ich sehe euch nicht da drin, liebe Schützen. Ich sehe euren Gegenüber da drin, weil ihr seid hier. Euer Gegenüber war in einer Situation, in einer Bindung, in einer Verbindung, in einer Partnerschaft vielleicht sogar eine Ehe. Es kann vieles sein, auf jeden Fall.
gab es da zwischen euch und eurem Gegenüber noch eine dritte Person. Und so wie ich das hier jetzt im Moment sehe, es kann sich noch ändern, nee, ich glaube nicht, dass es sich noch ändert, er verlässt diese Situation und geht auf euch zu, liebe Schützen. Er hat sich in dieser Ehe, in dieser Verbindung, in dieser Partnerschaft gefangen gefühlt. Ich meine, jeder, der sich darin gefangen fühlt, der ja, geht öfters mal neben heraus und fängt halt eben Affären an oder was auch immer, in dem Fall wahrscheinlich mit euch, liebe Schützen. Oder hatte jedenfalls die Intention dazu. Jedenfalls, hier ist der Teufel repräsentativ, der steht für das Toxische, für das, für die Süchte, für Ängste natürlich auch, für Bindungen, für toxische Verbindungen auch teilweise. Und natürlich für Laster und für die Lust auch. Ich sehe hier, dass eben euer Gegenüber diese Situation hier verlässt. Seine bestehende Verbindung mit einer anderen Person verlässt. Und wie schon vorhin gesagt, diese acht der Kelche, dieser Mensch hier bewegt sich auf die 2 der Kelche zu und die ist direkt nebenan, diese Karte. Das sagt mir, dass ihr schon eine Verbindung habt zueinander. Vielleicht wirklich eine Affäre, vielleicht aber auch eine platonische Freundschaft, eine Verbindung, die jetzt aber ja, zu mehr wird. Er verlässt hier jemanden, euer Gegenüber, und kommt zu euch. So sehe ich das hier sehr deutlich raus, liebe Schützen. Hier seid ihr. Die Mäßigkeit spricht weiterhin von Heilung, von Gelassenheit. In Konjunktion mit dem Warten, ihr habt lange darauf gewartet, bis sich dieser Mensch hier zu euch bewegt, liebe Schützen. Bisher habt ihr vielleicht eine Freundschaft aufrechterhalten können, vielleicht aber auch eine Affäre aufrechterhalten können. Ihr habt euch wahrscheinlich immer mal gewünscht, dass da mehr draus wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und es sieht hier sehr danach aus. Ich möchte euch jetzt nicht übermäßig euphorisch machen, aber es sieht hier wirklich definitiv danach aus. Tiefes Wissen, ich habe vorhin gesagt, da kommen Geheimnisse ans Licht. Hier wird das auch repräsentiert nochmal. Also diese toxische Verbindung hier wird aufgelöst. Wahrscheinlich sagt euch dieser Mensch auch, warum er so lange gebraucht hat. Warum er sich da bei seiner alten Bindung so angebunden gefühlt hat. Warum er da weiterhin so gemacht hat. Und zu euch nur vielleicht auf körperlicher Ebene gegangen ist. Oder vielleicht auch nur platonisch es mit euch gehalten hat. Diese Geheimnisse könnten hier ans Licht kommen. Das ist ganz klar die Warterei. Was passiert da? Entweder ihr erlangt wirklich eine Gelassenheit, liebe Schützen. Es kommt etwas in Heilung, vielleicht diese toxische Verbindung auch. Vielleicht aber euch euer platonisches Verhältnis zueinander. Eine Klärung zur Mäßigkeit, bitte, liebe Schicksal. Die 3 der Münzen. Das ist der Aufstieg, das ist das nächste Level. Das ist das mit sich, das gemeinsame etwas aufbauen hier. Man sieht hier diese Stufe, das nächste Level. Das Arbeiten an einer gemeinsamen Zukunft, an einer gemeinsamen Sache. Mit euch und eurem Gegenüber hier, liebe Schützen. Also das hier ist bisher sehr klar. Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles klären müsste eigentlich. Es ist sehr deutlich hier. Diese Warterei hier bisher, aber dieser Mensch kommt. Er löst sich ja aus einer Dreierkonstellation, die wahrscheinlich länger Bestand hat. Und baut sich hier mit euch etwas auf. Ich glaube, das war bisher sehr, weil hier von der Sonne, also diese Warterei ist vorbei, es folgt die Sonne. Entweder ihr seid es leid zu warten, aber das kann nicht sein, er kommt hier auf euch zu. Die Sonne kommt und die 6 der Schwerter. Eine Klärung zu den 6 der Schwertern, bitte, liebes Schicksal. Der Page der Kelche. Der König. Ah, okay. Ich hätte noch gerne eine Klärungskarte zum Rat des Schicksals. Okay. Schön. Sehr, sehr schön. Auf der Unterseite habt ihr auch noch die Zuckerkarte, liebe Schützen. Also, wie cool ist das denn? Die Warterei hier.
die hat ein Ende, spätestens hier. Dieser Mensch hier, also die Sonne, es erfreut euch, es herrscht schon eine Harmonie zwischen euch beiden, schon nachdem er sich hier gelöst hat und auf euch zugekommen ist. Ihr arbeitet hier an einer gemeinsamen Zukunft, an einer ehrlichen Zukunft, an einem Fundament, einem gemeinsamen Fundament. Ihr und euer Gegenüber, liebe Schützen. Diese Warterei hier hat ein Ende. Ihr wart hier in der Warteposition auf jeden Fall, nicht euer Gegenüber. Die Sonne, die Fröhlichkeit, die Harmonie. Ich habe mir jetzt gedacht, warum geht er jetzt von dieser Harmonie hier weg? Es folgt aber der Page der Kelche und der König der Kelche. Das ist ein Fortschritt, ein Progress. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Beziehung, die ihr bisher hattet, eher auf das Körperliche reduziert war. Es war eine Affäre, es war rein körperliche Beziehung wahrscheinlich, von der aus eurer Seite aus mehr erwartet wurde. Das sagt mir hier auch die zwei der Stäbe und hier spätestens auch der Stern. Ihr habt immer mehr draus erwartet sozusagen, habt aber bisher mitgemacht eigentlich, weil es euch wahrscheinlich auch gefallen hat. Das fandet ihr auch okay so, aber ihr habt mehr erwartet und spätestens hier bekommt ihr auch mehr, auch bei der Sonne. Dieses Körperliche, dieses rein Körperliche, sage ich jetzt mal, das verändert sich nämlich hier, weil ich sehe hier euren Gegenüber drin, wie er eben von diesem Körperlichen oder nur Körperlichen weggeht und euch hier in Form des Pagen der Kelche ein Angebot unterbreiten will. Es folgen hier Komplimente, Wertschätzungen, Hilfeleistung, Hilfestellung auch. Es folgen hier Liebäugeleien zum Beispiel, die sich so verdichten sozusagen, bis dieser Mensch hier nicht mehr der Page, sondern der König der Kelche ist. Derjenige, der dann eben, wenn er Gefühle entgegengebracht bekommt, sie auch geben kann. Und der Mensch hier steckt voller Gefühle. Und ich sehe da euren Gegenüber drin, wie er eben von einem Menschen, der bisher mit euch nur es leidenschaftlich gemeint hat, nur körperlich betont gemeint hat, zu euch geht und jetzt auch Gefühle und Emotionen mit ins Spiel bringt. Es folgt das Rad des Schicksals und der Stern. Also das, was da passiert, hat so passieren sollen, liebe Schützen. Davon spricht das Rad des Schicksals. Es dreht sich weiter. Es geht weiter. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und ja, es folgt einfach das, was folgen soll. Und was folgt, ist der Stern. Das ist die Wunscherfüllung, das ist die Heilung, das ist die Spiritualität. Stellt auch manchmal die Fruchtbarkeit dar. Und das hier ist die Familienkarte. Also, liebe Schützen, ne? Der Typ hier möchte vielleicht sogar eine Familie mit euch gründen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall ist das hier die Zuckerkarte, sie spricht von Beständigkeit, von Bodenständigkeit, von Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Erfolg, Reichtum. Superkarte hier einfach und hier auch nochmal dieses Geben und Nehmen, dieser Ausgleich, dieses Gleichgewicht. Wunderbare Outcome-Energie hier. Liebe Schützen, wenn ihr in so einer Situation seid, ne, dass ihr hier schon länger auf jemanden wartet, der es bisher mit euch einfach bloß körperlich gemacht hat oder es platonisch mit euch gehalten hat. Liebe Schützen, es sieht hier sehr, sehr danach aus, dass dieser Mensch hier auf euch zukommt. Zunächst löst er sich aus dieser Verbindung und dann wird aus diesem Pagen der Kelche, der König der Kelche, das ist euer Gegenüber und was folgt hier ist grandios. Liebe Schützen, ein wunderbares Reading. Das Warten hat ein Ende. Ich glaube, so nenne ich das auch. Und ja, wenn es hier auf euch zutrifft, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr euch hier drin überhaupt nicht seht, wenn ihr nicht in so einer Situation seid und auch nicht in absehbarer Zeit sein werdet, liebe Schützen, schaut euch gerne euer Mond, Venus oder Aszendent Video an. Dort werden dann Botschaften enthalten sein, mit denen ihr eher in Resonanz gehen werdet und eher etwas anfangen könnt. Ansonsten, liebe Schützen, wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ja, was soll ich euch hier noch wünschen? Das ist sehr starke Energie hier, sehr cool. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und vor allem viel Spaß, liebe Schützen. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ihr würdet mich natürlich wieder über Kommentare, Likes, Feedback, Spenden, alles was ihr möchtet, freuen natürlich. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder. Macht es gut.